Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider. Die Isabel haben wir jetzt gefunden hier unten. Jetzt müssen wir schon mal einen Weg wieder hier rausfinden. Und alles, was wir den Weg nach draußen finden, kann man natürlich hier kaputt machen. Oder durchsuchen, wie auch immer. Die gute Frau kann nicht raus, die hat ihr Bein gebrochen. So, entweder hier durch. Oder hier, da sind auf jeden Fall Fallen, beziehungsweise geht das kaputt. Ah, hier ist ein Brief. Also doch hier durch. Ja, er hat auch seine Post hier vergessen. Ja, nach unten fallen ist eher schlecht. Ja, ich war's. Keine Sorge. Das muss der richtige Weg sein. Die Luft wird frischer. Hör auf damit. Ich habe die Nacht in einer Krypta verbracht. Selber schuld, wenn du allein runtergehst. Ganz einfach. Oh. Markings da vielleicht drüben hin? Da auch irgendwas hier. Oho. Eine Pistole. Jetzt nicht kommen sehen. Beziehungsweise nicht so schnell. Isabella, ich sehe Tageslicht. Jetzt bist du gleich hier raus. Du bist unglaublich. Vielen Dank. Du bist gar nicht gleich raus. Ich bin gleich raus. Bevor wir wieder zurückgehen, war doch hier noch dieses Wolfsrudel oder einzelne Wolf, weiß ich gar nicht. Die machen wir jetzt erstmal weg. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Wird aber gar keinen hier. Hier sein. Oder doch nicht?
Kann ich aber nichts mitnehmen von dem. Was soll doch hier drin sein? Keine Ahnung. Als ich in der letzten Folge da rein bin, hat man jedenfalls den Wolf gehört. Da wieder rauszuholen. Bitte sag, dass Isabella okay ist. Ist sie, aber sie hat sich den Knöchel verletzt. Wir müssen sie also holen. Nein, ich will dir keine Umstände mehr machen. Und außerdem meint Sarah, du hättest etwas Wichtiges zu erledigen. Bitte, ich möchte, dass sich Isas Freunde um sie kümmern. Du brauchst einige Leute und viel Seil, um sie rauszuholen. Ich trommle sie sofort zusammen. Wo genau ist sie? Nimm die Hauptstraße über den Fluss und folge dann den Kreuzen. Warte, bei den Kreuzen? Hat sie was gefunden? Sie hat die Krypta gefunden, von der Manu erzählt hatte. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Oh, das freut mich für sie. Ich hätte sie begleiten sollen und das mit ihrem Knöchel tut mir leid, aber das ist genau das Abenteuer, von dem Isa immer geträumt hat. Außerdem hat sie darum gebeten, dass Sarah sich an ihrer Rettung beteiligt. Oh, eine großartige Idee. Ich werde dafür sorgen. Und wo wir schon bei Manu und seinen Geschichten sind, wenn du etwas suchst, das hier versteckt ist, solltest du vermutlich mit ihm reden. Bei Isa hat es funktioniert. Er hält für gewöhnlich Hof an der Mission. Und danke, dass du Isabella gefunden hast. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn... Bring sie einfach sicher zurück. Mit Manu sprechen. Wo ist Manu? Ah, hier auf dem Platz. Schauen wir mal, was der die erzählen hat. Ein Er. Dieser Dschungel verbirgt viele Orte. Du musst Manu sein. Wer ist da? Wer bist du? Sie hat den Schatz gefunden. Tatsächlich, Diego. Na, dann, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, wie du den Kindern von Maya-Ruinen erzählt hast. Endlich jemand, der wirklich zuhört. Du hattest recht mit den Kreuzen. Isabella ist ihnen zu einer Krypta gefolgt. Ich wusste es, ich wusste es! Niemand hört auf den alten Manu, aber ich hatte recht. Ja, du hattest recht. Das hattest du. Und ich wette, das mit den Maya-Ruinen ist auch wahr. Ich erkenne etwas in deiner Stimme. Den Rausch der Entdeckung. Etwas zu finden, einen Ort, der Hunderte oder Tausende von Jahren verschollen war. Es ist aber schon irgendwie aufregend, oder nicht? Es gibt nichts Vergleichbares. Bei abgestandener Luft kriege ich immer noch Herzrasen. Der moderne Mensch, diese sogenannten Realisten, sie verschließen sich vor solch wundervollen Möglichkeiten. Sie können sich nicht einmal vorstellen, was ich alles gesehen habe. Was würde ich dafür geben, das alles nochmal sehen zu dürfen? Vielleicht kann ich für dich das Sehen übernehmen und die Maya-Ruinen begutachten. Das wäre schön, ja. Weißt du noch, wo die Ruinen waren? Tja, wo waren sie? Da war ein Teich und da waren drei Wasserfälle. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Aber es ist so lange her. Ich werde es schon finden. Und dann komme ich zurück und erzähle dir alles darüber. Wenn du das für mich tun könntest... Die Historie berühren. Das wäre... Ich wäre... Kein Wort mehr und halt deine Tanzschuhe bereit. Ja, was machst du da hinten? Gut, Eingang zum Grab finden. Ganz da hinten, okay. Und erstmal wieder zurück. Im Gebiet war ich ja noch nicht. Hast du jetzt noch? Lass doch die Frau holen. Lara, danke, dass du Isabella gefunden hast. Oh, gern geschehen. Sie hatte recht. Da war eine versteckte Krypta. Ja, das ja, wissen wir jetzt schon. Und Manu auch. Wenn sie sich erholt hat, untersuchen wir die Ruine. Könnte vielleicht hier lang gehen. Gemeinsam.
alles kaputt machen. Jo, ah Mann. Hey, was ist mit dir denn? Komm her. Ging's zu diesem Jaguar, den hat man auch mal als Mission. Schauen wir doch mal. Okay, da noch nicht. Da haben wir irgendwas. Das soll was bringen hier. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Da drüben kann man es festmachen. Schauen wir doch mal kurz darüber. Den Jaguar hören wir schon. Da ist auch die letzte Fahne. Vielleicht ist hier oben der Wolf. Das könnte sein, ja. Müde ist doch blöd. Na, was stehst du hier rum? Hast du gesehen? Das war ein Kondor. Wunderbare Vögel. Ah, ich muss ihn verpasst haben. Einige Leute hier denken, sie sind ein gutes Omen. Dabei sind sie nur Vögel. Ach so. Komm mal einfach den Weg hier nach oben. Oder ist er der Vogel? Und nach unten mit dir. Ach, jetzt sind die Wölfe drin. Ah ja. Oh. Hallo? Jetzt hat er mich echt. Ey, jetzt hat er mich. Kann ich mehr tragen. Ah, los. Weg mit dir. Und es ist alle. Gar nicht warum. Und die Einzelschuss hat jetzt. Das ist die andere Waffe, wo ich da mal aufgenommen habe. Hm. Überlebungsversteck. Jetzt können wir uns um den Jaguar hier auch noch mal kümmern. Na, ich höre dich doch hier irgendwo. Da hinten bist du.
Bye, bye. Anscheinend kann man das dann verkaufen oder sowas. So, jetzt geht's weiter zu dem Wasserfall da hinten. Wenn man von hier aus hinkommt. Gleich hier reinspringen. Da hinten raus müssen wir. Und erstmal schwimmen. Ah, ein Grab haben wir jetzt wieder entdeckt, okay. Es macht immer Spaß, das zu lösen. Was für ein Grab ist es? Halt. Was riecht denn da so? Das weiß ich nicht. Was da so riecht. Scheint irgendwelche Leichen. Was sind denn da so Kisten? Das ist wieder so ein komischer Aalfisch. Vielleicht ein Unterwasserweg. Vielleicht, ja. Ich muss den Raum trockenlegen. Ja, gut, da gibt's noch was zum Ziehen. Wenn das reicht. Einer der enthaupteten Götter der Unterwelt sein? Ja, trocken ist es schon mal. Piranhas brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Durch? Nein. Oben scheint's durch. Was ist denn? Ja, bestimmt zum Draufsteigen dann. Sonst kommen wir da oben nicht hin.
neue Fähigkeiten? Haben wir da was? Fallschadenpresse, Preise beim Händler. Nö. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das hier. Und besser schlagen. Das. Wir haben doch mal ein anderes. Andere Pfeil und Bogen bekommen, aber die sind alle schlechter. Die Waffe ist scheiße. Oder wir rüsten so ein wenig auf. Können wir auch mal schauen. Noch Zeug haben wir dafür. Aufgepimptes Ding. Na gut, wie es jetzt hier weitergeht. Ob wir irgendwas finden in dem Gebiet. Seht ihr dann in der nächsten Folge wieder auf meinem Kanal. Bis dahin, tschüss.